Von der Beute, Gold im Wert von 1,7 Millionen Euro, fehlt bis heute jede Spur. Gangster-Rapper Xatar. Tatsache, dass jemand dort festgenommen wird, auf Hinweis der deutschen Behörden, die wissen, dort wird gefoltert. Ich kenne den jungen Mann hier schon eine ganze Weile. Ich habe den kennengelernt in der Playboy Mansion. Lawsuit against a German rapper named Xatar. Weil es ist ja dann auch, diese Party ist ja für ihn mit Knast geendet. Ne? Ich habe die ganze Situation alles komplett mitbekommen. Wir versuchen jetzt die Flucht über Mexiko. Sind wir in Mexiko? Wir haben die Grenze geschafft. Mexiko wird ein Problem sehr ernst genommen. Schalten somit zurück nach Tijuana zum Flughafen. Es ist unglaublich. Ich steige gerade original ins Flugzeug in Tijuana, Mexiko. Wir haben es geschafft. Irgendwie habe ich auch so ein bisschen verstanden, warum er das alles gemacht hat. Und was man auch sagen muss, er ist einfach in dieser Musiklandschaft der einzige Mensch, der so eine Geschichte zu erzählen hat. AON-Style. Und dafür hat Xatar im Prinzip schon mit seinem Alles oder Nichts Debüt die Wiege gelegt. Diese Musik ist einmalig, dieser Sound war einmalig. Vakuum Sisis! Und du bist ein namuslos Miskin. Xatar, einer der beeindruckendsten Menschen ist, die ich so im Rap-Game kennengelernt habe. Ohne diese Menschen wie Xatar und andere authentische Leute auf der Straße, von der Straße, sind wir Schauspieler oder Menschen. Ich check dieses auf der Straße nicht lachen Ding, aber man kann echt gut mit ihm lachen. Also ich lach sehr viel mit ihm. Wir sind alle Verbrecher. Nur hab ich dickere Eier als du. Man muss Überhand haben und das ist der Jibar, den ich kenne von Besuchstag. Fans und Freunde warten schon sehr lange auf sowas. 15 schwere Jungs da in unser Büro stürmten irgendwie, alle mit Adidas Trainingsanzügen, schwarz-weiße Ferraris. AON ist da, qua Billy ist da, bra, der Papa aller Papas ist da. Sicherlich stehen in diesem Buch auch sehr viele Informationen über seine damalige Zeit als Fußballtrainer in Wales. Daher auch seine guten Englischsprachkenntnisse. Ich kenne keinen Rapper, dem ich das Gangster-Ding mehr abkaufe als Xatar. Das stimmt einfach 1:1.